Die Vorratsdatenspeicherung. Moment, hatten wir das nicht schon einmal? Und hat das Bundesverfassungsgericht sie 2010 nicht für verfassungswidrig erklärt? Damit sollte die Sache sich doch eigentlich erledigt haben. Warum müssen wir uns erneut mit dem Thema befassen? Ganz einfach. Unser Innenminister hat sie wieder gefordert, die Vorratsdatenspeicherung. Und auch die EU-Innenkommissarin will sie. Daher müssen auch wir uns wieder damit beschäftigen. Aber was ist das überhaupt, diese Vorratsdatenspeicherung? Fangen wir vorne an. Telekommunikationsanbieter haben seit jeher Daten gespeichert, die sie zur Abrechnung ihrer Leistung brauchten. Also wer ruft wen an, zu welchem Tarif wird wie lange telefoniert. Diese Daten werden, wie vom Bundesdatenschutzgesetz gefordert, nach Rechnungserstellung gelöscht. Aber unser Innenminister will das Gegenteil, die Vorratsdatenspeicherung. In Zukunft sollen zum Beispiel für Telefongespräche die Telefonnummern beider Teilnehmer, die eindeutige Hardwarekennung des Gerätes, Name und Anschriften beider Teilnehmer, Datum und Uhrzeit des Gespräches, der Standort und natürlich die Gesprächsdauer für 6 Monate gespeichert werden. Bei SMS ebenfalls die Daten aller Empfänger inklusive Standort des Senders und des Empfängers. Und bei E-Mails Adressen von Sender und Empfänger, IP-Adresse, die den Anschluss identifiziert, sowie der Zugriff auf den Mailserver. Auch beim Internetsurfen wird protokolliert. Die IP, Name, Adresse und Teilnehmerkennung. Warum will unser Innenminister das? Der Innenminister behauptet, dass die Vorratsdatenspeicherung hilft, Verbrechen aufzuklären. Das hat auch schon die Große Koalition von 2006 behauptet, als sie eine EU-Richtlinie forciert hat, welche die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, Gesetze zu erlassen, die die Speicherung all dieser Daten für mindestens 6 Monate vorschreibt. Wenn diese Richtlinie nicht in nationales Recht umgesetzt wird, drohen Verfahren und Strafzahlungen. Was jedoch nicht in dieser Richtlinie steht: All diese gesammelten Informationen sollen die Telekommunikationsanbieter den staatlichen Stellen wie den Geheimdiensten und der Polizei automatisiert zur Verfügung stellen. Aber schauen wir doch einmal genauer hin. Fast jeder Mensch hat ein Mobiltelefon. Diese Geräte buchen sich in die Funkzellen ein, anhand derer die Position des Gerätes bestimmt werden kann. Auch das wird gespeichert. All diese Daten zusammen machen jeden von uns zum gläsernen Bürger. Alle unsere Aufenthaltsorte während der letzten 6 Monate können anhand unserer Mobilgeräte jederzeit bestimmt werden. Es können Bewegungsprofile erstellt werden, mit deren Hilfe jede unserer Bewegungen, ob zum Einkaufen in den Supermarkt, die Kinder von der Schule abholen oder die Dienstreise von Hamburg nach Berlin, akribisch nachvollzogen werden. Aus den Daten geht hervor, wann wir zu Hause waren, wo wir regelmäßig einkaufen, ob und wann wir im Krankenhaus waren oder wo wir am Wochenende gerne unsere Zeit verbringen und vor allen Dingen mit wem. Die staatlichen Dienste lernen anhand der Daten unseren Freundeskreis, unsere Kollegen und Geschäftspartner kennen, mit denen wir telefonieren und E-Mails austauschen. Und sie können unsere privaten und geschäftlichen Beziehungen analysieren. Die Entwürfe des Innenministers sehen vor, dass die persönlichen Informationen sehr leicht zugänglich sind, sodass sich die Behörden schon bei groben Ordnungswidrigkeiten anhand der Vorratsdatenspeicherung einen Überblick über unsere gesamte Lebenssituation verschaffen können. Das heißt konkret, einmal falsch geparkt und schon könnte man wie ein Terrorist durchleuchtet werden. Was kann also passieren? Abgesehen von Missbrauch seitens der Behörden oder deren Mitarbeitern, von Kompetenzüberschreitungen und Fehlanzeigen, werden diese Daten durch den Telekommunikationsanbieter gespeichert, der ein enormes wirtschaftliches Interesse an diesen Daten hat. Vorratsdaten können ausgewertet und verkauft werden. Des Weiteren sind die Daten, wie bei den bekannten Skandalen deutlich sichtbar geworden, bei Firmen einfach nicht sicher. Nicht zuletzt, weil diese Firmen unter wirtschaftlichem Druck stehen und zum Beispiel Ziel von Wirtschaftsspionage werden können. Insgesamt ist das Missbrauchsrisiko kaum abzuschätzen. Die Pläne der Regierung verstoßen klar gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, welches die Vorratsdatenspeicherung in dieser Form für verfassungswidrig erklärt hat. Die zugrunde liegende EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung muss außerdem noch vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt werden, denn sie steht unter dem begründeten Verdacht, gegen die EU-Grundrechtscharta zu verstoßen. Ein mögliches Gesetz muss nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes wieder angepasst, geändert oder abgeschafft werden. Der Innenminister entgegnet: Ja, aber Deutschland wird sicherer. Wir werden deutlich mehr Verbrechen aufklären und Terroristen fangen. Aber stimmt das auch wirklich so? Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat die Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung in mehreren Studien untersucht und kam im Februar 2011 zu dem Ergebnis, dass sich die Erfolge der Vorratsdatenspeicherung in einem sehr kleinen Rahmen halten und die Auswirkungen auf die Aufklärungsquote marginal sind. Im März desselben Jahres kam der Dienst in einer weiteren Studie zu dem Ergebnis, dass die Einführung einer Vorratsdatenspeicherung in keinem EU-Land zu einer signifikanten Änderung der Aufklärungsquote von Straftaten geführt hat.
Für marginale, nicht signifikante Verbesserungen möchte der Innenminister also unsere Privatsphäre abschaffen. Ein hoher Preis. Wovor will der Staat uns schützen, indem er uns ausspioniert? Was aber, wenn die EU gegen Deutschland ein Verfahren einleitet, wie es die Bundesregierung angeblich fürchtet? Nun, damit hat Deutschland ausreichend Erfahrung, denn es sind 68 Verfahren gegen Deutschland wegen Vertragsverletzungen anhängig, unter anderem wegen des sogenannten VW-Gesetzes. Insgesamt hat Deutschland derzeit 22 Richtlinien nicht oder mangelhaft umgesetzt. Die Bundesregierung tut nichts, schließlich handelt es sich bei diesen Verletzungen meistens um wirtschaftliche Interessen. Die Vorratsdatenspeicherung. Verdachtsfrei, anlasslos, nutzlos. Stoppt die Vorratsdatenspeicherung.